Servus Leute, willkommen zurück zu Mega Man 04. Ich habe 2 Minuten lang gelabert und habe dann festgestellt, oh, ich habe den falschen Emulator und die falsche ROM geöffnet. Superklasse. Was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, dass ich versuchen werde, Mega Man 04 heute Abend komplett aufzunehmen, was schwer sein wird, denn wir haben es jetzt 3 Uhr morgens. Und ich habe viele Aufnahmen heute gemacht, unter anderem 3 Mass Effect Folgen, eine die kleine Prinzessin Sarah Folge und ich komme gerade von 2 Yoshi's Island Folgen. So, das hätte ich eigentlich wissen müssen, weil ich... Oh, ich habe nur Leben. Weil ich Start gedrückt hatte und da war was anderes. So, überprüfen wir das jetzt mal. Ja, Tatsache. Weil in der anderen Raum war hier noch der Vogel, hier noch der Wolf und hier noch der Pegasus. Achso, und das Teil war auch noch da. Okay, 1. Wir haben nur mehr einen einzigen Gegner, nämlich genau den, gegen den wir am Anfang immer verloren haben. Das ist sehr schön. Ich glaube, ich sollte... wie hieß die Kleine jetzt? Von Ciel, die Tochter, die Adoptivtochter oder wie sie hieß. Alouette, so ist sie, ich habe mich an den Namen erinnert. Alouette. Ach ja, da fehlt noch ein bisschen was. Ich glaube, ich sollte erstmal in die Stage gehen und sterben. Weil ich habe nur Leben, was soll ich da? Nein. Change weather. This is your chance. Ja. Ich mache es mir damit nur leichter. Ich weiß das aber. Um ehrlich zu sein, ist es mir egal, denn ich möchte das Spiel einfach nur als Let's Play durchspielen. Nicht irgendwie in irgendwelche Modusse. Oder was weiß ich. Nicht Hard Mode oder so. Ich möchte es einfach nur durchspielen und das Spiel genießen. Deswegen spiele ich es auch. So, nur Leben. Ich werde mich erstmal in den nächstbesten Gegner reinstürzen. Ja, bring mich um, bring mich um. Danke. Continue. So, jetzt haben wir wieder alle Leben, oder? Ja! Okay, was war denn das noch schnell? Time Stopper. Und Donnerstab. Wie setzt man den Time Stopper überhaupt ein? Oh! Moment, Moment! Geil! Dann mache ich ihn aus, dann mache ich das hier, Donnerstab. Ne, es wird wahrscheinlich etwas damit zu tun haben. Ne? Thunder Attack with Saber Mind Slash. Achso, wahrscheinlich mit den Kleinen da. So, stimmt, ich habe ja einen E-Tank. Okay. So, diese Dinge zum Baupläne machen, das haben wir auch noch, aber ich weiß nicht, wofür die gut sind. Ich hoffe, der Sound ist gerade nicht zu laut. Wie ich hier gerade durchgehe, das war... Ich hätte es nicht sagen dürfen. Es war am Anfang nicht so. Uiuiui. Ah, sehr schön. Ich glaube, ich sollte den Donnerstab ausmachen. Ah! Ich habe es gecheckt. Okay, mit dem Dash. Dann macht man so eine Elektrizität. Es ist sehr interessant. Schöne Features gibt es hier. Ach nee.
Ich glaube, jetzt springe ich höher. Nein, 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 nein. Ja, jetzt springe ich definitiv höher. Ein Leben für mich, danke. Wie die Kerle hier auf einmal keine Chance haben. Ach so, jetzt. Jetzt ist der Effekt umgekehrt. Wow, das ist so praktisch. Ja gut, ich habe etwas Schaden bekommen. Ich spiele schon wieder so unvorsichtig, ich werde überheblich. Aber naja. Das darf man gar nicht mehr vergleichen, wie ich jetzt hier durchkomme. Ach nee, nicht du. Ich glaube, du warst einfach. Ja, du warst definitiv einfach. Ja, du warst mega easy. Sehr schön. Also so kann das Spiel durchaus weitergehen. Und da oben ist was. Oder auch nicht. Moment, hier waren doch diese fetten Dinger. Ja, genau die, die so viel aushalten. Moment. Dieses Mal bin ich klug genug, damit ich das weiß. Nein, 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 nein. Oh, es ist tot. Es ist tot vor allem. Ach, nee. Nein! Ach, das war so wieder mal so 0815 von mir. Ich glaube, hier gibt es was Interessantes zu entdecken. Da oben. Der da unten stört mich gerade so ein bisschen. Gut. Ich wollte gerade sagen, ich werde dir jetzt doch auch einer. Okay, Kristalle. Nein! Das war gut reagiert. Okay, da sind auch Kristalle. Nee. Du kannst gleich abhauen da. Irgendwo Lebensenergie für mich? Nein! Ich habe schon, als ich den Dash gemacht habe, gesehen, dass das schief gehen wird. Mist. Naja, egal. Sollte vorsichtiger sein bei den Teilen. Aber es hat Spaß gemacht, da oben lang zu gehen. Und man kommt auch so drüber, okay. Auf einmal, genau. Was ist denn jetzt los? Ja, genau. Naja. Nein. Was ist denn jetzt kaputt? Warum kann ich das auf einmal? So, und dieses Mal nicht dashen. Moment, jetzt bin ich da natürlich raufgekommen. Früher habe ich es nicht geschafft, jetzt ein einziges Mal. Jetzt schaffe ich es, aber da oben ist nichts. E-Tank ist, ja, geht so. Gehen wir rein. So geht das, okay. Ich glaube nicht, dass Elektrizität seine Schwäche ist.
Ja, den Mist überspringe ich, das kennen wir auch schon alles. Nein, 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 nein. Okay, es macht den, glaube ich, nichts aus. Jetzt hat er sich zerteilt. Ja, du hast das ganz von alleine geschafft. Ich bin so stolz auf dich. Zwei Leben habe ich noch. Ich werde jetzt mal gucken, ob die Eisschwäche irgendwas macht. So, natürlich vorher erstmal aufladen. Oh, er regt sich auf. Nein, 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 nein. Dummbatz! Was auch immer du da sagst. Eis ist eine Schwäche. Wow, wow, wow. Prallt aber an seiner Axt ab. Ich habe ihn getroffen. Was macht der da für komische Faxen? Okay, jetzt weiß ich, Eis ist seine Schwäche. Das ist gut, jetzt versuche ich es mit dem letzten Leben. Wenn ich Glück habe, schaffe ich es. Ich habe ein bisschen E-Tank. Ein bisschen E-Tank vor allem. Ich muss ihn auf jeden Fall schnell platt machen. Au. Nein. Warum prallt es ab? Was ist das? Ach so, ich muss seinen Kopf treffen. Ich vergaß und irgendwie stelle ich mich gerade doof an. Nochmal continue. Ja, das kenne ich alles. Jetzt kann ich noch ein bisschen mein E-Tank füllen. Achso, jetzt ist er wieder komplett leer. Ihr könnt mir gar nichts. Ich knall euch ab. Außer du kannst mir was. Ja. Nein! Scheiß Flamme! Scheiß Axt! Scheiß Elektrizität! Alles Scheiße hier! Ja, da komme ich nie ran. Ey, du Stück, komm her! Danke. Och Mann, so werde ich den E-Tank nie auffüllen. Komm her da! Hat natürlich nichts fallen lassen. Ich brauche auf jeden Fall die Nitanks, sonst schaffe ich den Fettklops nicht. Ach nee. Ach nein. Ach nein. Eben für mich, danke. So, jetzt ist Sprunghöhe minimiert. Warum auch immer. Jetzt gibt mir natürlich keine Lebensenergie. Ja, ganz geil. Ja, so ähnlich, also. Jawohl. Genau so. Ach, du schon wieder. Na, ich Depp. Ich bin gerade ziemlich trottelmäßig unterwegs, wie man merkt.
Was habe ich vorhin noch gesagt? Der Typ ist einfach. Nein! Scheiße, ausgerechnet jetzt. Der Superklasse. Ach, blöd. So, das Teil will ich einfrieren. Den da. An den muss ich jetzt etwas farmen. Ja gut, ich will keine Kristalle haben. Ich will Lebensenergie. Ich wette, der spuckt jetzt keine Lebensenergie aus. Nee, aber Kristalle haufenweise. 614. Jetzt könnte ich den Elf aufs nächste Level heben. Ich weiß immer noch nicht, wie man die Elfen hier einsetzt. Weil ich irgendwie mich nicht traue, sie einzusetzen. Ach, ich gehe weiter. Ja. Okay, es prallt ab. Halt dich fest! Nein, nein, nicht so hoch. Okay, jetzt weiß ich wenigstens. Ja gut, das bringt mir jetzt nichts mehr. Zu früh, viel zu früh. Ach so! Ja gut, ich bin gleich wieder tot. Ach, respawned. Und perfekt ins Loch rein, geil. Was ist denn jetzt im Arsch? Mir ist egal, wie viele Leben ich verliere. Ich muss nur zu diesem Büffel wiederkommen. Dummes Teil. Ich glaube, ich muss das echt noch lernen. Lass los. Lass los! Nee, so wird das nie was. Die Teile machen mir einfach viel zu viel Schaden. Okay, das habe ich bekommen. Maschine? Ja. Okay, jetzt werde ich an den farmen müssen, leider. Eigentlich kann ich das auch offscreen machen. Ja, dann verschwende ich hier nicht so viel Zeit. Gut, dann würde ich sagen, ich farme mich offscreen an den hoch, bis ich wieder ein bisschen Lebensenergie habe. Dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Mega Man Zero 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss.